Oder ich mache irgendwas Grundlegendes falsch. Dieses verfluchte Klerikerschwein. Hetzt er uns seine Maschinen auf den Hals? Warum musstest du ihn auch provozieren? Jetzt nimmst du ihn auch noch in Schutz? Haben die Robots dich etwa nicht angegriffen? Der Angriff galt ja eigentlich nicht mir. Ich war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ach, scheiß drauf. Was sollte der Mist eigentlich? Das war doch keine Verhandlung, das war die reinste Provokation. Kann ja nicht jeder so eine Weicheierei ertragen wie du, großer Meister. Blödsinn, du führst keine Verhandlungen, du stiftest nur Unfrieden. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe dich nicht um Kommentare bei meiner Vorgehensweise gebeten. Also entweder hat die irgendwas vor oder die ist einfach... In Elex 2 ist die Nasty gefühlt so ein bisschen so ein wandelndes Klischee einfach nur. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, irgendwie fehlt mir da was. Schade eigentlich. Du solltest ein bisschen mehr auf dich achten. Du gerätst irgendwann an die Falschen, wenn du so weitermachst. Ich tue das, was ich für richtig halte und sag dir Bescheid, sobald ich die Vorbereitungen für die nächste Aktion abgeschlossen habe. Ja, natürlich. Ach komm. In der Zwischenzeit werde ich weiter trainieren. Ich werde es wohl kaum verhindern können, oder? Nein. Die ist halt, ich weiß nicht, was wir aus Nasty gemacht haben. Die ist einfach so super eindimensional nur noch. Alles ist scheiße, alles kaputt, ich hasse alles, alles ist nur Kacke, Kacke ist Kacke. Und scheiße, scheiße, alles, Weicheier, scheiße, ich hau alles, scheiße, hasse alles. So, das ist so schade, dass da nicht noch irgendwie mehr ist. So. Ich meine, muss natürlich nicht, ne, ist auch nicht meine Entscheidung, aber ich find's so, weiß ich nicht. Ich fand Nasty im ersten Teil irgendwie interessanter. Hier finde ich die so super, so einfach nur... Hauptsache alles kaputt und Hauptsache alles schäbig. So, das ist so, weiß ich nicht. Naja. Und so ganz verstehe ich aber auch nicht, was sie vorhat, aber vielleicht muss ich das auch. Also, was denn gerade? Vielleicht bezweckt sie hier irgendwas damit. So. Und ich nehme an, Nasty ist weg. Okay. Warte. Das habe ich gesucht. Prima. Ansonsten ist hier, glaube ich, auch nichts mehr, ne? So, hier. Oh, hallo. So. Dann mach mal. Was haben wir hier? Oh, das ist aber beinahe schon geschenkt. Vielen Dank. Und ich glaube, das war's aber auch, ne? So, naja. Ich frage mich halt, wie hat man das denn sonst... Oha! Wie hat man das denn schaffen sollen, so frontal, wenn du von allen Seiten beballert wirst? So komplett? Ich frage mich halt gerade... Ob ich irgendwie... Habe ich viel zu wenig Rüstung, weil ich halt noch keine Fraktion beigetreten bin und deswegen war das gerade viel schwerer. Machen meine Waffen noch nicht genug Schaden, weil die Gegner ja relativ hart sind. Aber ich dachte eigentlich, wir haben schon ordentlich. Ne? Weiß ich nicht. Also lag es an mir, ja, ich frage mich halt gerade, lag das an mir oder an meiner Charakterentwicklung hier, weil wir haben natürlich noch Elix-Tränke, Bibapo, wir haben auch noch Lernpunkte und so, aber ganz scheiße sind wir ja nicht, deswegen frage ich mich halt, lag es an mir, dass dieser Kampf gerade theoretisch, frontal, eher unschaffbar wirkte? Was ist das?
Was war das denn? So. Ganz schön viel, also abgesehen von unserem freiwilligen Zeug, ganz schön viel Gemetzel in der Zeit, ne? So, geh hier hin. Oh Mann, die Skianten. Und, oh ja, die Maschinen greifen an und die greifen an, die greifen an. Das ist ganz schön viel geworden. So. Hier habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Wobei, ich kann nochmal schnell, ich frage nochmal schnell den Zampano da hinten, ob der jetzt sauer auf uns ist. Aber wahrscheinlich wollte er nur sagen, ja, wenn du mir Respekt, dann ich dir Respekt. So. Fragen wir gerade mal. So, bei uns alles cool. Sag mal, was ist denn auf einmal mit Nasty los? Ah, okay. Haben Sie ja bei den Morcons das Gehirn zu Brei verarbeitet? Sie war schon immer speziell. Ich will sie hier nicht mehr sehen, verstanden? Eine klare Ansage hätte gereicht. Musstest du uns auch noch deine Robots auf den Hals hetzen? Gut so, dann weißt du ja wenigstens, wie ernst ich es meine. Mhm, mhm, okay. Dann wissen wir jetzt Bescheid. So. Nochmal ein schönes klärendes Gespräch zum Abschluss. Und dann, wo ist da meine Brille? Brauchen wir das überhaupt? 27 Lernpunkte, okay, nice. Ich... Kann es sein? Naja, stimmt ja. Ach, wir haben ja noch die Dinger hier. Kleriker, letzte Chance. Da haben die aber auch nicht, ne? Gegen Realitätsschaden. Outlaw. Wäre irgendwie cool, wenn man das vielleicht doch alles mitnehmen könnte. Ritzen, ja, weiß ich nicht. Alp. Elex-Energie brauchst du, um die Magie der Alps zu wirken. Aufladen. Ein starker Blitz, der auf deine Gegner... Oh, okay, das ist nice. Eisfaust. Blizzard. Elex kosten 40. Heilung. Selbstheilung ist auch cool. Elex ernten. Jedes Lebewesen hat Elex in sich. Nutze es, um dein Elex wieder aufzufüllen. Du kannst toten Gegnern Elex entziehen. Okay. Berserker hat ein Feuer und so, ne? Feuerball und so. Mana plus 100. Flammenwandler, Pyroüberladung, Mana-Schild. Berserker haben gefühlt noch die besten Sachen. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob wir so viele Lernpunkte überhaupt mal brauchen. Jetzt können wir theoretisch alles lernen. Wir müssen nur die richtigen Stats dafür haben. So. Müssen wir gucken, was wir als nächstes noch alles lernen und so. Okay, jetzt aber erstmal wieder zurück. Ich weiß, wir haben hier noch Truhen, aber ganz ehrlich, das mache ich mal irgendwann anders. Dann gehe ich mal auf die große, auf eine weitere oder kleine, mittlere Truhenreisen. Immer mal wieder hier, immer mal wieder da. Ich wollte mal kurz meine Gegenstandbrille wieder aufsetzen. Wo ist die denn? Okay, warte. Hä? Bin ich blind? Achso, hier oben irgendwo. Das müsste die sein, ne? Sicht der Dinge, genau. So. Okay, das haben wir. So, da ist Nasty schon wieder. Können wir nochmal mit der reden? Die ist aber schnell wieder zurück. Ich speichere mal eben. Nasty, was war da los? Okay, offenbar gar nichts. Ich dachte, wir können mal ein klärendes Abschlussgespräch führen, aber leider. Hey, Dex! Eine Frage noch, Vater. Ja? Achso. Ja? Wie siehst du eigentlich meine Zukunft? Düster. Du wirst einmal ein kräftiger junger Mann, der mitten im Leben steht und mit seinem festen Willen die Dinge in Bewegung bringt. Hm. Das hätte... Das kennen wir schon. Ja, das ist spannend, aber wir haben trotzdem mal mit ihm gequatscht. So, bei dir irgendwas Neues? Nee, ich glaube, das ist abgeschlossen, ne? Ja. Okay. Gibt's hier noch irgendwas, Herr Schmied? Ah, lass mal gucken. Bring mir was bei. Was willst du wissen? Können wir jetzt nicht alles lernen, irgendwie gefühlt? Hier fliegt immer so. Geh weg. Munition herstellen, weißt du, weil wir können es halt.
20 Gerissenheit noch. Waffenschmied. Gehe ich auch rein. Weil wir können es halt. So, wir können jetzt da alles herstellen. Hier können wir noch nicht. Handgranaten herstellen. 20 Gerissenheit brauche ich dann noch. Ich habe meine Tabelle gerade nicht dabei. Naja, so. Achso, warte. Zeig mir nochmal, was du hast. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. Was hast du denn da? Okay. Wie ich sehe, gefühlt kaum was Interessantes. Haben wir davon schon einen? Null im Inventar. Trank des Kriegers. Und wir haben 11 Unholdherzen. Let's go. Let's roll. Den Rest haben wir schon, ne? Einmal im Inventar, einmal... Ja, haben wir schon. Okay, dann kann ich mal... Ich verkaufe nochmal schnell Schrott, weil wir haben ja schon wieder ein bisschen. Und kriegen 3000 dazu. Perfekt. Dankeschön. So. Dann, Bulli, wir müssen auch gleich mal eine Aufgabe machen. Dann lass uns nochmal ganz kurz gucken. Erstmal, was ist mit ihm hier? Hör mal, ich habe eine neue Meldung über die Skyaniden bekommen. Wo kommst du auf einmal her? Ein paar größere Biester haben sich gerade ganz in der Nähe der Bastion gewandelt. Wenn wir schnell sind, dann kriegen wir sie, bevor sie wieder verschwinden. Also schon wieder kloppen, sagst du, ja? Okay. Gucken wir mal. In Ordnung. Jagen wir deine Skyaniden vor der Bastion. Ich hoffe, du weißt genau, wo sie zu finden sind. Das wird nicht einfach. Sie wechseln ziemlich oft den Standort. Am besten, wir gehen sofort los. Natürlich, natürlich. Ich glaube, wir haben Glück. Da sind sie. Gut, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Okay, also auch wenn du ja schon mal gebissen worden bist. Naja, lass dich einfach nicht nochmal erwischen, okay? Ja, ich gebe mir Mühe. Ich wollte gerade ein paar Stärketränke machen eigentlich. Okay. Geht schon. Mann, hier fliegt immer so eine Motte rum vor meinem Gesicht. Also, dann los. Mann, hau ab, Motte. Ich guck mal, ob ich vielleicht von hinten besser rankomme. Könnte passieren. Na, Motte, geht's dir gut? Soll ich von Motte grüßen? So. Die macht ihre eigene kleine Motto-Show. So, komm mal her. Skyanide. Die gehen eigentlich doch ganz gut. Wenn man die einzeln pult natürlich nur. So. Ich glaube, dass ich auch mit einem... Nee, ist er. Komm her. War ihn und dann. Was ist denn das hier? Ach, Chili. Chili. So, da kommen wir eben her. Der letzte im Bunde. Der letzte, aber nicht das letzte. Komm mal rüber. Die sind aber flink, die können gut ausweichen.
aber leider auch ein bisschen dumm. Mist. Ich hasse diese Biester. Ja. Ich finde sie auch nicht besonders toll. Egal. Ich sollte mir den Ort, wo sie gewandelt wurden, trotzdem mal genauer ansehen. Bring mich dorthin, damit ich meine Arbeit aufnehmen kann. Machen wir sofort. Moment, erstmal kurz nochmal den looten. Und dann geht's mal kurz hier hin. Das haben wir schon gesehen. Guck mal hier. Einen Moment, ich versuch's. Na klar, ich bin auf Standby. Es ist sehr alarmierend. Wir dürfen diese, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, Seuche auf keinen Fall unterschätzen. Was hast du herausgefunden? Die Inkubationszeit ist verdammt kurz. Eins dieser Biester ist in etwa 3 Stunden nach seiner Infektion zu einem Skyaniden mutiert. Und zwar ziemlich genau an dieser Stelle, wo wir die Viecher gefunden haben. Wovon hängt das ab? Von der Größe der Kreatur? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Aber was ist der ausschlaggebende Faktor für all das? Schwer zu sagen. Es ist aber auf keinen Fall ein simples Kriterium, das auf den Metabolismus oder die Konstitution des Infizierten geschoben werden kann. Nehmen wir an, dass sich die meisten Lebewesen auf diesem Planeten an den von mir analysierten Wesen orientieren. Dann... Was dann? Dann wäre der gesamte Planet innerhalb weniger Tage komplett gewandelt, wenn diese Seuche erst einmal richtig ausgebrochen ist. Aber was kann man dagegen machen? Vielleicht sollte man die Scheiße einfach geschehen lassen und nicht Ruhe. Ich habe so etwas befürchtet. Ich kann dir leider noch nicht mehr sagen. Ich werde es aber versuchen. Ich wäre an einem besonders großen Exemplar interessiert. Natürlich. Mal sehen, ob meine Späher ein solches finden. Ja, natürlich finden die das. Danke für deine Hilfe. Ich melde mich bei dir, sobald ich mehr weiß. Natürlich wirst du das. So, Kaya, da bist du ja wieder. Da bin ich mal gespannt. Okay, was kommt denn als nächstes für eine Klopp-Quest? Nein. Huch, was ist denn hier los? Ruckelt auf einmal voll. So. Nein, ich bin schon wieder hier gelandet. Hier wollte ich gar nicht hin. Das war übereifrig von mir. Und ich will unbedingt das hier. Hier wollte ich doch hin. Bastion. So. So, Kaya, dann hauen wir wieder ab, ne? War sehr schön mit dir. So. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Wenn du willst. Ich habe das Gefühl, ich mache seit 3000 Jahren nur noch Gefährtenquests. Und irgendwie nichts anderes mehr. Ich wollte eigentlich noch, gibt's hier oben auch was zum Tränkebrauen. Hier gibt's eine Küche zum Kochen. Einen schönen Balkon. Was ist immer hier? Jetpack. Wir könnten mal irgendwann die, weißt du was, die Bremsraketen. Ich meine, vielleicht brauchen wir die irgendwann, aber ich hoffe nicht. Guck mal hier. Weil ich es kann. So. Prima. So, dann gucken wir nochmal schnell. Wir hatten noch hier schöne, wo waren die Tische jetzt hier? Jet. War ich nicht gerade noch hier, ne? Nee, sag mal. War noch überall. Hier, Labortisch, genau. Labor. Scharfschützen. Nein. Ja, Herz eines Unholds. Wir haben sehr viele Unholde und sehr viel Stärke, die wir dauerhaft erhöhen können. Wir können 11 machen. Ich mach mal erstmal 5, ja, vorsichtshalber. Wir können bestimmt bald wieder mehr machen, weil wir jetzt dunkles Elixier ja ein bisschen mehr, theoretisch ein bisschen farmen können. Und Stärke baller ich mir gleich rein. Mal kurz gucken. Stärke 79. Basiswert 68, Bonus 11. Aber
Oh, das geht... Ah, das geht gar nicht auf den Basiswert, sondern auf den Bonus direkt drauf. Ach so. Naja, nichtsdestotrotz. Ich meine, spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Wir ballern uns alles rein. So, 12 Geschicklichkeit. Wie sieht's denn da aus? 65, Bonus ist 8. Theoretisch. Okay, ich hab gedacht, dass ich das auf den Basiswert geht. Also ganz normal, wenn wir hier so Klick-Klick machen. Wenn es aber eh der Bonuswert ist, sind doch die AP-Kosten eigentlich doch egal, oder? Dann ist es anders, als ich gedacht habe. Ne, bei Stärke zum Beispiel, wir zahlen ja 5 AP, aber es geht nicht auf den Basiswert, sondern es geht auf den Bonus. Im Grunde genommen ist es also egal, weil wir bei niedrigen Werten den Basiswert eh nicht erhöhen. Es wird also nicht teurer dadurch. Also können wir alle Tränke wegsaufen. Alles, was wir haben, können wir wegsaufen, weil es einfach keine Rolle spielt. Ich hoffe, meine Logik ist nicht falsch. Ich baller mir jetzt alle Tränke rein. Aber eigentlich müsste meine Logik richtig sein. So, kostet... Ja, kostet halt nicht mehr jetzt, ne? So, plus ein Fernkampfschaden. Nahkampfschaden, Bonus, Lebensenergie 13, Fernkampfschaden 14. Okay, Geschicklichkeit haben wir 77. Da haben wir gerade richtig reingesoffen. Stärke 85. Warte mal, da wollte ich mal kurz was gucken. Schön. Oh, warte mal, ist das nicht? Kommt mir so bekannt vor gerade. Ach nee, erinnert mich gerade an Evil Within. Okay, warum auch mal dieser Stuhl hier steht. War das... Nee, die ist leer. Okay, warte. Die ist leer. Achso, ach, ich bin ja gar nicht bei mir zu Hause. Ich wollte gerade an meine Truhe gehen. Soll ich mit dem reden? Ich speichere mal vorher. Ich will die Hauptquest halt nicht weitermachen, ehrlich gesagt. Ich hörte, Tialg ist mit deiner Arbeit sehr zufrieden. Gute Nachrichten. Mhm. So langsam macht sich unsere kleine Truppe des Widerstands gegen die Skynes. Weißt du denn schon, welcher Fraktion du dich anschließen wirst? Ich hab da so meinen Plan. Aha. Besser für dich, wenn du dich schnell entscheidest. Je länger du wartest, desto schwieriger wird es für dich. Ja, merke ich. Das merke ich schon. Aber hey. Ich habe mich um die fehlerhaften Robots der Kleriker gekümmert. Das habe ich mir schon gedacht. Die Ursache zieht allerdings noch größere Kreise. Was passiert da bei den Klerikern? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ah ja, Kalan. Diese falsche Gottheit der Kleriker. Diesen Fluch werden sie nicht mehr richtig los. Ich gehe davon aus, dass du die Sache erledigt hast. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Hä? Was ist schon sicher, wenn es um die Kleriker geht? Aber nun denn. Vielen Dank für diese Nachricht. Ich glaube, das erste, ich bin mir noch nicht ganz sicher, war wahrscheinlich das Falsche, was eingespielt wurde, weil er plötzlich weiterredet. So, ach so, ja, Kalan, daran lag's. Okay, cool. Oh, Crony, irgendwas in der Neuigkeit? Nein, okay, ciao. Okay, warte mal. Mein Trüchen. Zeig mal her. Trollschnitter minus 7. Okay. 262 und Blitzschaden. 269 und Blitzschaden. Aber wir können ihn hier dreimal sockeln. Könnte also doch interessant sein. Upp. Okay. Buttermesser brauchen wir nicht. Heldenruf habe ich behalten wegen Sockelsteinen, ne? Die behalte ich mal. Kalans Licht, Energiewaffe, eigentlich auch geil. Energiezellen haben wir auch. Wir bräuchten noch mehr Geschicklichkeit, noch mehr Intelligenz. Donnerschlag haben wir schon ausgerüstet. 294 Schaden. Macht auch ordentlich Wumms. Aber Schrot ist halt schwierig. Gerade auf Distanz. Auf Distanz. Da wäre vielleicht die Energiewaffe zielsicherer. Ich weiß ja auch nicht. So. Ich gehe mal ganz kurz pinkeln. Sonst mache ich mich hier ein. Ich wollte die ganze Zeit schon. Hibbel hier die ganze Zeit schon. Ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde. Moment, Moment, Moment. Ha.
so, ja, da bin ich wieder. Ja, das ist viel, viel besser. So. Jetzt, ich habe nur ein bisschen eingenässt, ne? Ich hoffe, das ist okay. Der Großteil ging, glaube ich, ins Klo. So, ich habe jetzt aber nicht nachgeprüft. Ich habe einfach nur kurz rüber gehievt. Genau, was wollte ich gerade machen? Ich wollte ganz kurz wegen dem Trollschnitter gucken. Einfach just for fun. Weil, nee, Heldenruf eher hier. Für den hätten wir damals auch mehr Konsti gebraucht. Okay. Also ich meine, jetzt ist sowieso egal, aber ich guck mal kurz. Nee, wir brauchen Sockel. Hat er den ausgerüstet? Der hat den ausgerüstet, okay. Aber... okay. Ich schau mal eben. Sockeltisch. Wo war denn hier in diesem Lager der Sockeltisch? Der Sockentisch. Das da hinten war für Fernkampf, ne? Oh, das war richtig dumm. Oh, bin ich auf jemanden gelandet? Nee, nur auf mir. Das war richtig dumm. Ich wollte gerade noch weiter Gas geben, aber der ist einfach runtergefallen wie ein Pudding. Okay. Fernwaffen, weißt du was? Ich mache nochmal schnell die hier. Nee, verbessern will ich die nicht. Ich muss die mal verkaufen lang. Nee, wir haben nix. Wir brauchen aber unbedingt mal so einen Waffentisch, ne? Ich muss unbedingt auch mal wieder Waffen verkaufen. So, hi Naira. Gibt's irgendwas Neues? Ach, die Morkons. Stimmt. Ja, die gibt's ja auch noch. So, Sockeltisch. Sehr gerne. Jetzt erstmal kombinieren, ne? Die hier kombinieren. Die kombinieren. Jetzt haben wir, von denen haben wir leider nur drei. Ich wünschte, man bräuchte nur drei. Bonus Resistenzen, Bonus Gesundheit pro Treffer. Ist eigentlich schon lecker, ne? Wenn wir jetzt hier mal gucken. Da ist momentan der rote Stein drin. Und wir haben momentan von dem roten Stein haben wir noch zwei, ne? Ah, ich hätte so gern mehr davon. So, Das Menü ist irgendwie weird. So. Warte mal, ach, das sind die kleinen Steine. Warte mal, plus 3, plus 1, das sind ja Kleinsteine. Ach so, hier sind die fetten. Okay. Dann hier blauer Stein, Bonusgesundheit pro Treffer. Sag mal, was ist? So. Das Sockelmenü ist einfach ganz weird. Bonusresistenzen. So, naja, warum nicht? Bonus Kritscher, plus 1 Bonus Resistent. Oh, sag mal. So, jetzt müsste aber plus 3 drin sein, ne? Plus 3. Das Sockelmenü ist weird. Ich probier mal was. Ich mach hier mal kurz. Just for fun. Bonuserfahrung pro Monster oder für Monster hier weißer Stein, Bonusgefährten, Gesundheit, auch cool eigentlich, aber sagen wir mal ganz ehrlich. Das und dann den hier. Mehr Crit. Plus 3, das sind 6. Ich meine, haben wir 268, hier haben wir 269 per Default. Also ich sehe den Erlöser da halt immer noch. Den Erlöser immer noch praktischer. Ich würde die gerne mal ausprobieren. Ich würde den Trollschnitter gerne mal ausprobieren, aber ich glaube, ich bleibe immer noch beim Erlöser. Quickslot. Guck mal hier auf die 6. Dauert halt auch lange. Sieht ganz cool aus. Keine Frage. Oh nein. Ich meine, wir können ihn theoretisch hier auch behalten. Aber ich packe mir trotzdem die Crit auf den... zurück auf den Erlöser. Ich mache hier lieber irgendwas anderes rein. Dann mache ich lieber hier die Bonusresistenzen.
So. Und er kriegt aber... Bup, er kriegt das hier rein. Sag mal hier. Sag mal. Habe ich irgendwas, was ich da reinballern kann? Hier, plus eins. Kann ich das nicht einfach rausnehmen? Ah ne, entfernen. Hier. F, F, F. So. So wird ein Schuh draus. Heldenruf auf der 2. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, ne? Dann lege ich den lieber auf die 2. Den Trollschnitter. Den Heldenruf brauchen wir nicht wirklich. Okay, und wir haben hier eigentlich noch einen Erlöser. Okay, cool. Quickslot auf die 2. So. Dann haben wir beide mitgenommen. So. Ob wir die brauchen, weiß ich nicht. Ich würde gerne noch mal ganz kurz was probieren. Ja, dauert genauso lange. Da spare ich keine Zeit, keine Effektivität, kein gar nichts. Das dauert genauso lange. Moin, Dex. Asgar, irgendwas? Nee, ne? Später habe ich sicher Zeit für dich. Ja, hab ich mir gedacht. Okay. Okay, Moki.